Wir haben eigentlich von diesem Staffel nur was gehört, aber noch nichts gesehen. Sobald ich was zum Sehen bekomme, was meinen Augen gefällt, kann ich deine Frage beantworten. Na, dann legen wir los, oder? Ich glaube schon. Auch. Ich freue mich auf die Kommentare, aber ich freue mich jetzt noch viel mehr auf unsere SS-Tanzbar hier auf diesem Parkett. Er fühlt sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen wie ein Skispringer auf dem Zitterbalken. Es gibt kein Zurück mehr, auch für Paar 04. Hier sind Alexander Pointner und Manuela Stöckel. Los geht's! Ja, ich bin der Alex und ich war 20 Jahre Trainer und 10 Jahre Cheftrainer für die österreichischen Skispringer. Er macht's. Wir haben im Prinzip alles gewonnen, was es zum Gewinnen gibt. Ja, ich habe so einen Flug hier schon einmal gesehen. Und das war ganz eine großartige Zeit. Und beim Tanzen ist es bei mir so, das kriege ich nicht zusammen. So. Okay. Das ist unser Office für die nächsten 3 Monate, oder wie? Das ist unser Office, ja. Also die ersten Trainings waren natürlich sehr interessant und einmal ein bisschen ein Kennenlernen. Die niedrigen sind für Standard und die hohen für Latein. Latein habe ich in der Schule schon nicht mehr. Der Alexander war selber Trainer natürlich, das merkt man auch. Bist du aufgewärmt? Ja, sicher. Ja. Man muss ein bisschen aufpassen, immer, dass er nicht dann die Trainerrolle übernimmt. Was? Nein, das kriegst du schon, ja. Ja. Du musst mir nur vertrauen. Morgen dann, okay? Okay. Gut. Die Manuela, die hat mir auch gleich gesagt, wo es lang geht. Und zack. Na, das ist ja wohl kein Telemark, Entschuldigung mal. Ja. Ein gutes Trainer-Schüler-Verhältnis ist definitiv dann, wenn der Schüler das macht, was der Trainer sagt. Da. Na, nicht kreuzen, sondern Seite. Bin ich deppert oder was? Dann bin ich schon das erste Mal nervös geworden und hab die Manuela gefragt, du, wie schaut's denn mit unserer Choreografie aus? Und die Manu hat einfach einmal nur in den Kopf geschüttelt und hat gesagt, du, jetzt müssen wir mal an die Basics arbeiten. Wir starten einfach mal mit dem Grundschritt. Cha, 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 vor, rück. Ich hab's noch nicht ganz drauf. Das, was? Bei der ersten Einheit, dann habe ich schon ein paar Schritte kennen. Cha, cha, cha. Und zwei. Und dann hat die Manu gesagt, ja, jetzt müssen wir mit den Händen noch irgendwas tun. Jetzt schaut eher ein bisschen aus wie so ein ägyptischer Pharao. Ja, dann haben die Hände irgendwas getan, aber dann haben die Füße nicht mehr das gemacht, was sie tun sollten. So, danke, dass und so gibt es jeden Tag eine Überraschung für mich, was da noch dazukommt. Irgendwann sollten wir auch noch halbwegs reinschauen. Es schaut ja noch nicht gut aus, aber ich habe schon ein bisschen eine Gaudi. Diese ganzen Bausteine dann zusammenzuführen, das wird noch ein Stück Arbeit werden. Paar 04 tanzt einen Cha-Cha-Cha. Hier sind Alexander Pointner und Manuela Stöcker. Let's live it up. I got my money. Let's spend it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump off the sofa.
Alexander Pointner und Manuela Stöckel. Was für ein Opening. Vielen Dank euch beiden. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal unserer Band Danke sagen, denn es ist die beste Band der Welt. Ja, unter der musikalischen Leitung von Thomas Rawitsch, dirigiert von Herbert Bichler, das Dancing Stars Live Orchester. So, der Adler ist gelandet und das nach einer Rekordweite von 300 Meter Cha-Cha-Cha. Du tanzt, als hättest du nie was anderes gemacht. Wie war es für dich? Ich weiß, du warst nervös, auf jeden Fall. Ja, ich habe die letzten 28 Tage wirklich genutzt und die Manuela hat das so toll gemacht, dass meine Family schon auf WhatsApp geschrieben hat, das ist der neue Alex. Hat es dir Spaß gemacht? Absolut. Also von der ersten Sekunde an, aber ich muss zugeben, ich war nervös, ich habe immer gescheit geredet bei meinen Adler und bei Vorträgen und jetzt habe ich selber abliefern müssen und ja, da hat das Herz halt schon ein bisschen bumpert. Ja, aber das steht dir, Barbara, da kommt Laune auf, oder? Absolut, also ich muss sagen, also die Atmosphäre in dem Studio ist wirklich wundervoll, die Musik, die Lichter, das Publikum, das ist natürlich was ganz, ganz anderes, als du vom Training gewohnt bist und dass man dann ein bisschen nervös ist, das ist klar, das weiß ich auch, egal wie viel man trainiert, wenn man dann in so einem Raum steht, ist man nervös. Das hat man dir natürlich ein bisschen angesehen in deinem Tanz, klar. Die Technik werden meine Kollegen ein bisschen bewerten, was ich toll fand. Du hast das Publikum versucht mit einzubinden. Du hast versucht, diese Leichtigkeit vom Cha-Cha mit reinzubringen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Flirten zwischen euch beiden gesehen. Der Cha-Cha-Cha ist einfach so ein Flirty-Tanz. Aber das ist natürlich schwer, wenn man nervös ist. Aber das war der erste Tanz, auch noch als erster zu starten. Du hast es wirklich toll gemacht dafür und du kannst dich steigern jetzt von Woche zu Woche. Danke, Maria. Danke sehr. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, du hast jetzt wirklich versucht, dass du viel Positivität auf die Flächen bringst. Man hat gemerkt, du hast versucht, dass du auch schon im Gesicht frei bist. Ja? Und das ist aber trotzdem das, was teilweise einfach nur zu viel in die Richtung geht, dass man sagt, man sieht dich denken. Ja? Das heißt, von da bis da sieht man das Hirnkastel, das rennt und da wird jeder Schritt nochmal analysiert, wo geht er hin, mache ich alles richtig. Du wirst 100% geben, das sieht man. Also du wirst die beste Leistung aufs Parkett bringen. Und ich glaube, das ist gleich mein erster Verbesserungsvorschlag, dass ihr schaut, dass man den Kopf bis zu einem gewissen Grad ausschaut, ja, wann dann Performance angesagt ist und dass man da wirklich schaut, dass du nur mehr Emotion und nur mehr Freiheit reinkriegst, einfach vom Tanzen, vom Körper her. Aber natürlich, heute ist die erste Sendung, ich glaube, wir werden noch ganz viel von euch versehen. Dass man da gewisse Fersenschritte gesehen hat, ist, glaube ich, teilweise im Cha-Cha-Cha was wir nicht wollen, aber war einfach nur da. Teilweise auch gewisse Rhythmus-Schwierigkeiten noch, aber das ist logisch, erste Sendung und ich glaube, du hast da die perfekte Trainerin an deiner Seite und das wird richtig super. Danke. Danke, Maria. Bollasch. Dieser Wettkampf hat erst jetzt begonnen und ihr wart die glücklichen Ersten, die aufs Parkett durften. Ob es ein Glück oder ein Unglück ist, das weiß ich nicht. Wie habt ihr das empfunden eigentlich, als Erste aufs Parkett zu gehen? Also bei den Skifahrern ist es so, dass die Besten am Anfang kommen, aber bei den Skispringern kommen die Besten am Schluss. Also für mich ist es ganz offen. Ja. Also ich muss sagen, Entschuldigung, aber was gibt es Geileres, als wie so eine Staffel eröffnen zu dürfen? Ja. Ich schließe mich eher bei dir an, es bleibt noch lang offen, wie dieser Wettbewerb ausgeht. Das kann so und so ausgehen. Aber das Schöne ist, dass es nur an euch liegt, wie das ausgehen soll. Nämlich, wenn mit dieser Leistung so weitermachst, wird nicht so gut ausgehen. Das ist klar. Ja? So, ihr müsst euch ein bisschen mehr ins Zeug legen. Und zwar, Oberkörper gehört auch zum Körper dazu. Es sind nicht nur die Beine, sondern auch der Oberkörper, die Arme, die auch was machen sollten. Die sind noch sehr starr, nehme ich an, vom Springen, von wo denn sonst. Ich würde vielleicht, Manuela, am Anfang die schnelle Kombinationen in der Beinarbeit vielleicht auf die Seite legen lassen. So weit ist er noch nicht. Er ist jedes Mal, wo er versucht hat, Synchropen mit den Füßen und Beinen zu tanzen, ist ein bisschen außer Takt geraten. Es ist keine Schande, es gemütlich, langsam anzugehen, einfach
einfach mit Basic-Sachen, mit simplen Timing und dann vielleicht steigern, wenn der Kandidat auch steigerungsfähig ist. Okay. Danke sehr. Also ich kann nur sagen, I've got a feeling tonight is a good night. Dankeschön, Alexander und Manuela. Dankeschön. Danke sehr. Danke. Ja, gleich gibt es die ersten Jurypunkte dieser Staffel. Sie zu Hause müssen darauf nicht warten. Wenn Sie sagen, Alexander und Manuela, die will ich unterstützen, dann einfach anrufen 09010 59 0904. Zum Wohl, habt ihr euch verdient. Unter- und Oberkörper gleichermaßen angekommen, Alex und Manuela. Die kommen hier in der Ruhezone, die ist neu. Da warten wir dann immer gemeinsam auf die Punkte der Jury und überbrücken diese Wartezeit mit einer harmlosen Plauderei über die intimsten Details aus eurem Leben. Reden wir über deinen Verdauungstrakt kurz, Alex. Du hast gesagt, dein Bauchgefühl ganz am Anfang gesagt, nichts für mich, da mache ich nicht mit. Was sagt dein Bauch jetzt? Jetzt hat es mir immer mehr zum Spaß machen angefangen. Also ich habe mir das überhaupt nie vorstellen können. Jeder hat nur gelacht, wenn ich einmal ausgegangen bin und vielleicht ein, zwei Bier getrunken habe und ihr zum Tanzen angefangen habe. Und ich habe es auch nie gelernt und deswegen habe ich wirklich, wirklich Angst gehabt, da herzukommen. Hat auch ein halbes Jahr gedauert. Jetzt bin ich da und die Manuela hat es geschafft und meine Family, dass sie mich motiviert haben und jetzt macht es mir riesen Gaudi. Und ich möchte eigentlich nicht gleich ein, zwei Dance kennenlernen, sondern es darf mir eigentlich taugen, wenn ich alle Zähne kennenlerne. Ja, schauen wir mal. Jurorin Barbara Meyer hat eingefordert, mehr Erotik zwischen euch beiden. Ist natürlich schwierig, wenn deine Frau da ist, nicht? Die Angie? Ja, mir ist eh vorgekommen, also wo ich die da angebiked habe und dann so. Wie haben wir immer gesagt im Training? Also das war ja schon sehr körperbetont, oder? Du bist, ja, also ich kenne mich da nicht aus, aber also in Tirol bei uns, das ist kurz vor. Gehen wir fix zusammen, nicht? Also das ist irgendwie, da geht dann was. Du bist ja nicht der Erste aus der Skisprungszene. Andi Goldberger, Hubert Neuper, Thomas Morgenstern waren auch schon da. Hast du Tipps von denen bekommen? Ja, natürlich. Ich habe gerade letzte Woche mit Goldi gefrühstückt, und weil er da kommentiert hat, wo das vorletzte Skispringen war. Und dann hat er mir schon Tipps gegeben. Er hat gesagt, ja, nicht zu lange ausgehen, viel schlafen und gescheit trainieren. Und wenn es lachen bei der Generalprobe, dann muss ich sagen, du bist ein Sportler, wir performen dann, wenn es drauf ankommt. Ja. Tanzt der eigentlich noch, der Goldi? Der Goldi? Ja. Ja, sagen wir, es geht, ja. Bei Mogi war es anders. Da waren wir mal aus, weil er gewonnen hat und er hat auf einer Box getanzt. Und irgendwie wollte, dass nicht jeder zuschaut. Und dann hat er gesagt, wieso schaut man keiner zu? Und dann ist er schlafen gegangen. Ja. Wir bleiben bei euch. Hier sind die ersten Punkte der Jury dieser Staffel. Was gibt's für euren Cha-Cha-Cha? Ja, aber Maria, Angelini, Sandner, leg vor. Für 5 Punkte. Barbara Meyer. Von mir auch. 5 Punkte. Und Wolasch Ecker. 2. Oh. Das darf auch lauter sein, wir sind ja noch nie so viele gewesen, also Sie können sich gern nochmal den Moment nehmen. 12 Punkte für den Cha-Cha. Da schaut er jetzt grantig, der Alex. Ja, da schaue ich schon grantig, ja. Aber, ja. Ja, beim Skispringen hat es ja eine Jury gegeben. Ja. Eben, genau. Das ist manchmal, aber ihr könnt euch ja noch steigern. Das Blöde ist halt, es ist anders als beim Skispringen, da gibt es keinen zweiten Durchgang. Also, aber ihr könnt euch jetzt mal entspannen.